Plan? C, Bushcraft. Wie? Bushorn. Sebi? Chaos. Hallo? Ich bin hier im Wald, wie man sieht. Ja, wie man sieht, bin ich mit der Tenga hier. Die steht irgendwo da hinten. Frag mich nicht, schieß mich tot. Sehr gut getarnt. Einwandfrei. Der Weg hierher war grenzwertig. Also ich sag mal, viel schlimmer hätte es nicht kommen sollen. Dann wäre ich nicht mehr weitergekommen, weil diese scheiß Harvester oder was das sind oder Trecker, die rammeln schon ganz schön was weg. Und der lehmige Boden hier, der ist ganz schön lustig. Hier ist ein schöner Lost Place. Weiß nicht, ob man das sieht so im Hintergrund. Deswegen bin ich aber nicht hier. Ich bin eigentlich hier. Ja, ich war mit meinem Sohnemann hier. Und jetzt wollte ich den Wald hier mal so ein bisschen erkunden. Ich habe nämlich so einen schönen Steinbruch gefunden. Ist bloß die Frage, ob ich ihn noch finde. Er müsste eigentlich die Ecke sein da. Aber hier ist auf jeden Fall der Lost Place. Müsste man doch. Aber die Sonne blendet ganz schön, ja. Ja, das sieht man nicht. Oder nur teilweise, ne? Das muss irgendwie von so einem, weiß nicht, ob das früher mal ein Schützenhaus war oder so. Da sind auch viele schöne Sachen drin. Ne? Ja, und ich habe heute Stockbrot mit. Ich werde mir nachher ein schönes Feuerchen machen. Und vor allen Dingen geht es mir eigentlich darum, dass ich die Gegend hier mal besser erkunde, weil die ist richtig geil. Und gerade dadurch, dass es schwer zu erreichen ist, ist es richtig schön. Und auch für mich genau richtig. Und die werde ich jetzt mal so schön erkunden. Hier ist ein riesiger alter Baumbestand. Hier sind Buchen ohne Ende. Richtig schön alte Buchen. Die Sonne scheint heute. Es ist bestes Wetter. Es war vorhin noch richtig kalt, wo ich los bin. Ich habe mich auch extra dick angezogen. Aber jetzt geht's eigentlich. Jetzt fängt schon wieder an zu tauen. Ich hoffe mal, dass ich nachher den Berg, den ich vorhin hochgefahren bin, auch wieder halbwegs heile runterkomme. Das wird noch mal ganz schön eng. Sind wir lang gegangen, verdammt. Da ist die Baumgrenze. Ja, hier sind alles nur so Trampelpfade. Also die Gegend hier ist wirklich ideal. Wir haben hier einen riesig alten Baumbestand. Es ist so gut wie keine Forstwirtschaft hier. Wanderer, ja, sicherlich, hier laufen mal ein paar umher. Aber die meisten kommen eigentlich nur wegen dem Lost Place da. Und das war's dann eigentlich auch schon, weil hier hoch selber, die Wege sind arg matschig. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, da vorne geht's richtig bergrunter. Ich kann mal gucken, ob ich noch näher rankomme. Also hier geht's jetzt steil bergab. Ich möchte ja auch nicht unbedingt zu nah rangehen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Na? Es geht bergab. Hier hat man eine schöne Sicht auf die Ortschaft. Überhaupt eine schöne Aussicht. Aber wie gesagt, der Weg hier ist wirklich nichts für schwache Nerven. Aber das ist auch ganz gut so. Weil da kommt halt keiner her. Die besten Plätze sind immer die, wo man am schwierigsten hinkommt. Und hier sind richtig geile Plätze. Hier diese. Hier geht also wirklich steil bergrunter. Und hier diese schönen Wurzeln. Und hier kann man halt schön die Aussicht genießen. Und man ist ziemlich sicher, dass von der Seite hier, da kommt nichts. Hier geht es dann weiter durch den Wald. Ihr seht schon viele, viele richtig schöne alte Bäume. Und bestes Wetter. Einfach nur endgeil. Kann man hier so ein bisschen näher herangehen. Hier unter den Bäumen und so. Die wachsen nachher. Da hinten sieht man es noch besser. Oder komme ich noch hin? Die wachsen so richtig über den Hang drüber. Da könnte man sich fast schon wieder eine Bude reinbauen. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt mal so ein bisschen alles noch erkunden. Und melde mich dann später nochmal. Ja, ich bin noch am Erkunden. Hier ist ein alter Grenzstein oder sowas. Hier ist auf jeden Fall so ein Messpunkt drauf. Ja, und hier geht es nun wieder richtig schön bergab. Aber so Baumbestand, sage ich mal. Unheimlich viele Buchen.
ein bisschen Ahorn dazwischen, ab und zu mal eine Eiche. Aber das meiste, wir sind am Rand lang gegangen, glaube ich. Ja, ich gehe mal hier lang. Das meiste, das ist überhaupt noch ein Weg. Ups. Das meiste ist wirklich Buche. Hier unten sind noch ein paar Kiefern. Aber die stehen so am Steilhang, da kommst du fast nicht dran. Ne? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Der Rest ist eigentlich fast 90%, sage ich mal, Buchen. Aber wie gesagt, ab und zu mal ein bisschen Ahorn. So gut wie keine Birken. Also ich habe jetzt vorhin noch keine gesehen. Aber auf jeden Fall Totholz. Ohne Ende. Bastelmaterial an jungen Bäumen. Ohne Ende. Altes, ja, Steine. Hier ist eigentlich alles. Alles, was man zum Glücklichwerden braucht. Also ich könnte mir vorstellen, dass man hier ein richtig schönes Lager irgendwo hinbauen kann. Leute, falls ihr irgendwann mal durch den Wald rennt und seht da so ein tarnfarbenes Motorrad rumstehen, lasst es einfach stehen. Ist meine. Ja, wie gesagt, keine Forstwirtschaft, keine Wanderer, keine. Ich habe noch nicht einen Jagdstand gesehen. Wie denn auch? Da will er den Hang hier runterschießen oder was? Da holt ja keiner das Wild dann wieder hoch. Was haben wir denn heute überhaupt für einen Tag? Heute ist der 30. Der 30. Dezember 2016. Jetzt geht's hier verdammt bergab, ey. Ey, war das so weit, verdammt. Oh, hier geht's wieder richtig schön bergab. Ich zeig's euch mal. Achtung! Geil, ne? Also hier runter ist kein Halten mehr. Behaupte ich jetzt einfach mal. Zerfix noch mal. Wo ist dieser verdammte Steinbruch? Oh, ich habe eine Birke gefunden. So, jetzt sind wir hier. Hier muss jetzt irgendwo dieser verfluchte Steinbruch sein. Bloß wo? Irgendwo ist er. Aber wo? Ah! Ich habe eine heiße Spur. Und zwar, ja, sind wir früher mal. Ich denke mal, das kommt noch aus den Zeiten, als das Ganze noch gebaut wurde hier. Haben sich ja so Betonpfeiler in die Erde gehauen. Ah, hier ist auch so eine Art kleiner Rampelfahrt. So gehe ich den eigentlich nicht lang. Ja. Da haben sie so Betonpfeiler in die Erde gehangen und haben die so mit Stahlseilen so ein bisschen verbunden. Und da vorne ist, glaube ich, sogar noch ein altes Schild, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht kann man da sogar noch was erkennen, was das mal früher war. War auf jeden Fall, was heißt, was früher war? Es war auf jeden Fall ein Kalksteinbruch. Aber wann der das letzte Mal bewirtschaftet wurde, ja, ich denke mal, das ist eine ganze Weile her. So wie das hier aussieht. Weil der Zaun ist nämlich auch schon seit einigen Jahren nicht mehr so der beste. Hier war mal ein Schild, ja. Gibt's leider nichts mehr. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier geht so der Zaun lang. Und ich bin mir noch ziemlich sicher, dass wir hier am Zaun lang gegangen sind. Sieht gut aus. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Es war mächtig steiler Abstieg, also ich bin von da oben gekommen. Da ganz oben ist praktisch die Kante, wo wir vorhin lang gegangen sind. Ja, das ist also noch mal tief in so einem Talkessel drin. Ich weiß nicht, ob die Lichtverhältnisse reichen, aber hier sind richtig geile Felsen da oben so. Und da hinten, das müsste der Steinbruch sein. Hier sieht gut aus. Immer vorsichtig. Sauber abgerollt. Das ist mein Platz. Schön geschützt von allen Seiten. Hört ihr das? Nee, ne?
Das ist schön im Wald, absolute Ruhe. Ein schönes kleines Feuerchen. Und dann werde ich mir noch Stockbrot machen. Ich habe schön was mit. Ich habe heute mal was Neues ausprobiert. Bin mal gespannt, wie es schmackert. Und zwar ist das Stockbrot mit Räucherschinken. Also den Räucherschinken dazu und das Stockbrot ist mit Bier. Ja, das ist genau richtig. Wunderbar. Einfach nur ein bisschen Mehl, ein bisschen Bier rein, ein bisschen Salz, je nach Geschmack. Und das war's eigentlich schon. Und jetzt werde ich mir hier noch schön eine Brühe machen und Stockbrot dazu essen mit geräucherten Schinken. Ja, und dann wird wohl die Sonne mich auch so langsam verlassen. Ich habe zwar eine Stirnlampe mit, aber ich will auch nicht unbedingt mit der Tengai den Weg, den ich kaum im Hellen hochgekommen bin, im Dunkeln wieder runterfahren.